Ich bin heute auf einer ganz besonderen Mission. Und zwar begebe ich mich jetzt auf dem Harwood's Hole Track. Und was war denn das für eine Fahrt hierher? Erst eine super enge Straße und dann bin ich durch ein Festival gekommen, wo ich gar nicht wusste, dass es gerade ist. Was für ein Zufall. Warning, bla 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 bla. Danger, warning, attention. Ja, auf jeden Fall das Festival, Luminate Festival. Mir wurde schon mal davon erzählt. Und zwar ist es ein sehr, sehr alternatives Festival, bei dem kein Alkohol erlaubt ist und immer so Workshops stattfinden, wo man dann so alternative Lebenskonzepte lernt und Yoga machen kann und keine Ahnung. Ganz witzige Idee. Was für ein Zufall, dass ich da jetzt gerade durchgefahren bin. Aber ich glaube, es fehlt noch ein bisschen Erklärung, was ich hier jetzt gerade mache, warum ich jetzt wieder vlogge. Ich habe doch erst letztens gesagt, dass ich jetzt arbeite. Und das stimmt auch. Heute ist aber der, wie heißt das? Fitiangi Day oder so. Das heißt einfach ein Feiertag. Heute ist Montag. Heute ist ein Feiertag, das heißt, ich arbeite heute nicht. Sonst arbeite ich aber super, super viel. Also ich habe ungefähr eine 60-Stunden-Woche an 6 bis 7 Tagen die Woche. Deswegen, ich habe mir überlegt, so immer wieder so ein bisschen was zu filmen. Aber es ist keine Chance. Bei der Arbeitsbelastung, die gerade ist, wird das nichts. Aber ich brauche das Geld unbedingt. Und ich erzähle nachher noch was weiter geplant ist. Wobei ich jetzt natürlich erstmal den Walking Track mache und danach erkläre ich noch ein bisschen was. Gerade so ein bisschen dabei, währenddem ich hier diesen Track laufe, den ich laut Zeit schon längst hätte fertig sein sollen, versuche ich mit der Mavic ein bisschen besser klarzukommen. Und nachdem ich sie jetzt schon in höheren Windgeschwindigkeiten ausprobiert hatte, im letzten Video, unbedingt anschauen, geile Drohnenaufnahmen, versuche ich jetzt gerade so ein bisschen in engeren Räumen zu fliegen, zwischen Bäumen durch. Und so weiter. Und das Ganze ist hier, findet die Drohne kein GPS, warum auch immer. Und wenn sie kein GPS findet, ist sie sehr leicht vom Wind beeinflussbar. Und auch so fliegt sich nicht ganz so geil. Aber das läuft doch ganz gut, oder? Wie findet ihr so die Aufnahmen? Ich finde die eigentlich ziemlich geil geworden bisher. Wie geil sieht es hier denn aus? Überall so Limestone, überall so Gesteine, über die man drüber laufen muss. Sieht ziemlich geil aus. Okay, wie verrückt ist das denn? Ich bin jetzt hier. Das ist übrigens das tiefste Loch in Neuseeland. Und ich stehe wirklich, wirklich, ja, direkt am Abgrund. Hinter mir geht es einfach 170 Meter runter. Fuck, das fühlt sich so gruselig an. Mama, tut mir leid. Aber der Stein hier soll wohl sicher sein, weil hier sich die ganzen auch abseilen, wenn die hier runter gehen. Von daher sollte das ganz sicher sein, hoffentlich. Oh, fuck, ist das gruselig. Hallo! Wie das auch halt. Yo! Woo! Geil! So, also näher geht es jetzt echt nicht. Ne? Direkt hier 170 Meter Tiefe. Ich bin ziemlich entspannt. Ich will nicht mehr zurück, aber ich sollte zurück. Und deswegen gehe ich jetzt auch zurück. Und auf dem Rückweg erkläre ich mal, was ich eigentlich auf meiner Arbeit so mache und wo es als nächstes hingeht nach Neuseeland. Zum ersten Mal, was arbeite ich überhaupt?
Und zwar arbeite ich in einer Seafood Factory. Also Meeresfrüchtefabrik. Tally's heißt der Laden und ist direkt in Motueka, wo jetzt auch mein Hostel ist dementsprechend. Verdienen tue ich Mindestlohn $15.25 oder so. Ist nicht viel, aber es addiert sich, vor allem wenn man halt so viel arbeitet wie ich gerade. Was ich da genau mache, ist Muscheln einpacken. Ich habe ja Verpackungstechnik studiert, deswegen ist es für mich, andere sagen immer, wow, was für ein Scheißjob, keine Ahnung, aber ich finde es super interessant, weil ich dann dort mit den Maschinen arbeiten kann, die ich halt sonst nur im Studium hatte oder gesehen habe, aber noch nie wirklich dort vor der Maschine stand und versucht habe, unter Zeitdruck so viele Muscheln wie möglich in eine Scheißschachtel zu bekommen. Da bekommt man ein ganz anderes Gefühl für Verpackungstechnik. Also ich arbeite jetzt noch bis Ende Februar, ganz habe ich es nicht im Kopf, wenn diese Woche halt Ende Februar aufhört. Dann höre ich auf zu arbeiten, fahre mit meinem Auto nach Christchurch, was ja eine ziemlich Verhältnis, also ich glaube die zweitgrößte Stadt Neuseeland sogar ist, und versuche dann dort mein Auto zu verkaufen. Dafür habe ich dann anderthalb Wochen Zeit, mein Auto irgendwie loszuwerden. Ich hoffe, dass es reicht. Ich hoffe, dass ich einen ganz guten Preis dafür bekomme. Uppala. Und dann am 8. März geht mein Flug nach Bangkok. Ach halt, ich fliege gar nicht direkt nach Bangkok, sondern ich habe noch mal 5 Tage in Sydney. Das heißt, ich fliege erstmal von Christchurch nach Sydney, habe 5 Tage Aufenthalt in Sydney und dann geht's von Sydney nach Bangkok, Thailand. Was ich dort mache, habe ich noch nicht genau geguckt. Wird auf jeden Fall geil. Was ich in Thailand auf jeden Fall vorhabe, ist Surfen und Tauchen. Ich bin noch nie richtig getaucht, beziehungsweise ich bin schon mal mit Flasche im Schwimmbad getaucht, aber noch nie richtig, und das will ich unbedingt auf Thailand machen. In Thailand machen. Ich weiß nicht genau wo, ich habe noch gar keinen Plan für Thailand. Ja, bei Neuseeland. Da kommt noch mal ein extra Video zu, warum ich jetzt entschieden habe, Neuseeland zu verlassen und allgemein, was Neuseeland zu einem guten Reiseland macht. Weil Neuseeland ist ein unglaublich schönes Land. Das kommt vielleicht nicht immer rüber, wenn ich das sage, weil ich so eine Person bin, die super gerne die negativen Sachen auftischt. Einfach nur, dass sie raus sind, weil die positiven Sachen weiß eh jeder. Denke ich mir immer. Aber wenn ich dann die Videos schneide, kommt das immer so negativ alles rüber. Das stimmt natürlich nicht. Neuseeland ist eines der schönsten Länder der Welt. Und ich bin so glücklich, hier jetzt schon 3,5 Monate, ich weiß es gar nicht mehr, zu sein. Und es macht mir auch es macht mir immer noch mega Spaß, die Daily Vlogs zu machen. Auch wenn sie jetzt gerade nicht daily sind. Es macht mir Spaß, die Vlogs zu machen. Und es freut mich immer, wenn ihr die anguckt und wenn ihr mal einen Kommentar da lasst. Freut mich jeder einzelne Kommentar. Und das wollte ich nur mal noch loslassen. Ich beeile mich jetzt ein bisschen, um zum Auto zurückzukommen. Fahre dann wieder durch das Festival durch, Richtung Motueka. Und schneide dann. So, und das war's auch mal schon mal wieder mit dem relativ kurzen Vlog heute. Ziemlich, ziemlich geiles Loch in der Erde, Sinkhole. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich werde mal gleich noch kurz googeln, wie so ein Sinkhole eigentlich entsteht. Ich glaube, es ist, wenn sich Wasser einfach einen Weg durch Gestein bahnt und dann am Ende wieder rauskommt. Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, dann endet dieses Sinkhole, das ich jetzt gesehen habe, in einem Fluss. Das heißt, da fließt das ganze Wasser durch. Ich habe mir jetzt noch Fish and Chips geholt, weil ich heute echt keine Lust mehr habe, noch zu kochen. Muss morgen auch wieder um 5 Uhr aufstehen, damit ich um 6 Uhr anfangen kann zu arbeiten. Und wir sehen uns dann, ich weiß gar nicht, wann wir uns das nächste Mal wieder sehen, wenn ich wieder Zeit für ein Video habe. Ja, und es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.